Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 18? Falls ihr euch wundert, warum ich eine Brille aufhabe. 20. Und warum ich 22. Tonmäßig so schlecht 23. Zurecht bin. Das liegt daran, weil ich 24. In Magdeburg bin. Passe. Bei der deutschen Einzelmeisterschaft vom DSKV. Und ich spiele hier an meinem Laptop, was ziemlich klein ist. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube maximal 12 Zoll der Monitor. Ah, ist das kacke. Oh, doch noch Schneider. Kreuz mit vielen Schneider. Ich habe mich schon geärgert. Karo 10 gedrückt. Aber weil jetzt hier kein Bild kommt. Kreuz mit vielen Schneider, jawohl. Passe. Ja, also mit Brille sehe ich einfach besser. Das ist eine Lesebrille. Passe. Eingepasst, das Ding. Junge Ass im Skat, hui. Nee. Passe. Sag ich keine 18 mit. Passe. Ich glaube, mein Schnitt ist inzwischen, ich weiß es gar nicht, also unter 600, glaube ich, gefallen. Die letzten Ranglisten waren nicht mehr so doll. Ja, wir können ja vielleicht nach der Rangliste nochmal gucken, wie mein Schnitt ist. Oder ich könnte es auf dem Tablet gucken. Kreuz. Kreuz ist Trumpf. Ach komm, Herz Ass auf und nach damit. So, was ist denn passiert? Hat er gestochen? Machen wir nochmal Herz. Nein. Das war scheiße jetzt. Ich habe mich mit dem Tablet eingeloggt. So, ich wollte ja nur gucken, wie die 18er Rangliste ist. Was, jetzt habe ich den Stich gar nicht gesehen, hat er abgeworfen. Ja. Karo Ass wird da stechen. 576 ist mein Schnitt vor dieser Liste. Warum hat er da nicht? Warum ist er da nicht weggeblieben? Naja. Egal. 18. Passe. Ja, wie gesagt, morgen geht's weiter mit der deutschen Einzelmeisterschaft. Drei Serien morgen noch. Heute wurden 5 gespielt. Ich habe 5.634 Punkte. Grand Hand. Grand Hand. Tja, versuchen wir mal. Karo. Okay, Karo hat er nicht. Hat er Herz abgeworfen. 14. Ich tue ein Bild rein, dass er nicht noch ein Bild abwirft. Trotzdem Schneider. Bube liegt noch im Skat. Auch nicht schlecht. So wieder mein berühmter Null. Passe. 18. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. Passe. Diesmal mit zwei schlechten. Also heute ist, glaube ich, der 8. Ne? Und das ist auch meine 8. Rangliste. Mit 3 der Grang.
Erstmal der blanke Kreuz weg. Dann Herz weg. Ja, Karo kann ich sowieso alle wegwerfen. Ich kann ja nur Pik halten. Ja, er hatte zweimal Pik, aber ich mache nur einen Pikstich. Ich hatte 7, 8, 10. Mittelhand. Kein Ass. Aber ich sage trotzdem einfach mal 18. Passe. 5 Trumpf in zwei Passe. Farben. Es liegt ein Ass im Skat. Okay, Mittelhand. Ich glaube nicht, dass ich den gewinne. Kreuz ist einfach zu Kreuz. Schlecht, die Karte. Aber wenn ich Pik 10 stechen kann. Ah, okay. 41 komme ich vielleicht auf. Also komme ich auf 5 Wolle. Kommt Karo. Ah, Pik ist immer noch draußen. Das Ass, glaube ich. Nee, Karo war das, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Dann habe ich das Ding gewonnen. Karo Ass ist noch da. Hey! 6 Volle gekriegt. 18? Ja. Jetzt habe ich auch 6 20, Volle. Ja. Passe. Passe. Ja, genau. Mist. Jetzt muss ich Pik spielen. Ey, das ist doch zum Teil zum Kotzen. Das geht ja gar nicht. Der hat vielleicht 3 Buben. Entweder Pik oder Grang. Ich glaube, ich spiele besser Grang. Kreuzers wird er auch haben. Drücken wir mal ganz beschissen. Grand. Der hat erstmal kein Peak. Ey, das gibt's ja gar nicht. Von Hause aus kein Peak. Mann, jetzt habe ich den aber doof gedrückt. Der hat sicherlich Kreuz Ass. Er hat keinen Pik, okay. Habe ich den Scheiße gedrückt? Mann, Mann, Mann. Hab ich den Scheiße gedrückt? Oh, bin ich ein Idiot. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. 6 Volle und ich halt beide 10 oben. Und der kommt einfach nicht mit dem Ass raus. Der hatte sicherlich beide Asse. Herzass und Kreuzass. Null. Wenn ich ganz stupide Karo alles oben lasse, dann gewinne ich das Ding. Am besten 20 drücken, die beiden 10. Überhaupt kein Problem. Passe.
Passe. Passe. Mann, das gibt's doch nicht. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. Passe. Karo. Der König? Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Doch, es ging doch. Dame und 8 gedrückt. Passe. 18. Passe. Grand. So. Jetzt kommt er mit dem Ass raus. Also es ist wieder vorhin nicht. Jetzt hat er auch keinen Buben. Achtzehn. Passe. 20. Passe. So, 6 Spiele noch. Na, ich werde mal hier einen Schluck trinken. Peak. Na, soll er mal wieder einen vollen von mir stechen? Fünf. Och. Hat er wirklich? Ach, das kann doch nicht sein. Oh. Kann doch nicht wahr sein. Der spielt einfach das Karo Ass nicht. Passe. Passe. 18. Tja, leider kann ich keinen Grand spielen. Es ist nur ein Kreuz. Kreuz. Aber ein schöner dafür. Dreizehn und 14 sind 27. Muss ich auf Herz. Ah, der hat Herzkönig zu dritt, ja. Muss Karo Ass 10 abwerfen. Nicht mal Schneider. 7 Trümpfe mit Ass 10 Dame. So ein Mist. Passe. 18. Passe. Ja, ich wollte gerade sagen, eine passende. Spiele ich den Grand. Grand. Die Kreuz 8 war zwar jetzt nicht super, aber besser als nix. Vierzehn.
Hätte ich ja 10 gar nicht anbieten brauchen. 6 Augen mehr wäre Schneider geworden. Passe. 18? Passe. Grand. Schönen Buben gezogen. Oh, er verliert Gang ohne Vieren, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, in Vorhand kann man damit auch Gang spielen. Aber kein Grand Hand. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Passe. Der Skat war ziemlich bescheiden. Grand. Oh Mann, 6 gedrückt. 10. 15, 26, da habe ich gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier in der Liste noch auf so eine Punktzahl komme. Ich bin zwar immer noch unter meinem Schnitt, 576, Passe. Aber ich bin Passe. Sehr zufrieden, nachdem ich einen Grand verloren habe, 18. mit so vielen Punkten hier noch zu stehen. Wow. 3, 4, 7 Bilder. Hinterhand. Eine Chance habe ich noch Karo. Auf dem Spiel. Fünfzehn, 30. Fünfunddreißig. Tja, hat er gut hingekriegt. Die einzige Chance, dass wir keinen Stich mehr kriegen, war Kreuz zu spielen. Pik hat da selber das Ass. Nee, den will ich jetzt auch nicht verlieren. Passe. Ich will über die 500 Punkte bleiben. 18? Kreuz. Sieben. Elf. 6 Trümpfer. 15. Mit 3 Stichen 15 ist auch geil. Mit 4 Stichen 25. Immer noch Schneider. Jo. Das war's. 546. 6 zu 1. Okay.
Dann sage ich Tschüss und bis bald.